meine Lieben, ja, heute habe ich für euch den Vampire Diaries Tag, weil ich habe den bei der Alicia Marie gesehen und ich fand ihn eigentlich total cool und ich liebe ja selbst auch die Serie so sehr. Deswegen dachte ich mal, ich erzähle euch etwas über die Serie, wie ich sie finde. Dafür habe ich ja ein paar Fragen, die auch Alicia Marie auch hatte. Und ja, fangen wir einfach an. Viel Spaß! Erste Frage wäre, wie bist du auf die Serie gekommen? Ich habe die Serie im Fernsehen gesehen, die ersten zwei Folgen, und da dachte ich mir so, weiß ich nicht, ist ja schon ein bisschen heftiger als Twilight. Dann habe ich es erstmal gelassen und dann habe ich irgendwann wieder reingeguckt und dann gefiel mir die richtig gut. Und ja, ich gucke sie jetzt immer noch, also ich liebe diese Serie einfach, ich könnte glaube ich auch gar nicht mehr ohne sie leben. Total Serienjunkie bin ich, aber naja, auf jeden Fall, joa. Ich will jetzt auch nicht irgendwie zu viel spoilern, also wenn ihr noch nicht so weit seid irgendwie, dann schaltet lieber ab. zweite Frage, welche sind deine Lieblingscharaktere? Meine Lieblingscharaktere sind auf jeden Fall Elena. Weiß nicht, weil sie hat sich zwar geändert, seit sie ein Vampir ist, irgendwie, sie ist viel tougher geworden und nicht mehr so diese schüchterne Mädchen von nebenan. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und dann finde ich auch noch Elijah, also diesen Urvampir, richtig toll. Irgendwie, weiß ich nicht, ja, die beiden. Ja, und zwar, eigentlich mag ich so fast gut wie jeden. Und ja. Dritte Frage, menschliches oder tierisches Blut? Da weiß ich nicht. Also die trinken ja jetzt von den, hier von dem Blutbeutel, trinken die ja jetzt. Und ich glaube, das würde ich auch lieber machen, weil ich glaube, Menschen würde ich eher trinken, wenn das echt so kranke Menschen sind, die, weiß ich nicht, jemanden selbst umgebracht haben oder die ein Kind vergewaltigt haben oder sowas. Also böse Menschen. Ich glaube, da würde ich eher das Blut trinken. Aber Tiere, weiß ich nicht, so ins Fell beißen und, oh nee, also dann lieber diese Blutbeutel. vierte Frage, Team Stefan oder Team Damon? Am Anfang war ich für Team Stefan, weil Damon ja der bekloppte Böse war, der jeden umgebracht hat und keine Ahnung, also der war ja echt ein Arschloch, so am Anfang. Aber jetzt, ich bin mittlerweile bei der sechsten Staffel und da muss ich sagen, ja, mag ich schon Team Damon schon lieber. Ja. Fünfte Frage, welche ist deine Lieblings-Superkraft? Was ich eigentlich total cool finde, dass sie so schnell sind, dass sie echt von, sind sie auf einmal da und wups, sind sie da und man sieht die nicht. Und das finde ich einfach total cool, diese Schnelligkeit. Und ja, dieses Bezirzen. Also wenn jemand was sagen können und die machen es einfach, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Aber diese Schnelligkeit finde ich echt schon, ja, wäre nicht schlecht. Sechste Frage, wenn du ein Charakter sein könntest, wen würdest du wählen? Ich glaube, ich würde Elena wählen, weil ich eigentlich auch früher so ein schüchternes Mädchen von nebenan bin und so und sag ich mal, oder war und jetzt nicht mehr so schüchtern. Deswegen passt es eigentlich ganz gut. Und sie ist einfach so tough und was sie schon alles durchgemacht hat und ja, ich weiß einfach nur krass, wie viele Menschen sie auch verloren hat und immer noch so tough ist und mutig ist und ja, ihr Vampirleben jetzt lebt. Siebte Frage, hast du die Bücher gelesen und wenn ja, was findest du besser? Ich habe, glaube ich, das war das erste Buch, habe ich gelesen, aber auch nicht zu Ende. Ich finde die aber so schlecht. Also die haben, finde ich, mit der Serie überhaupt nichts zu tun. Weil ich glaube, ich bin der Meinung, das ist schon so lange her, ich glaube, Elena war ja sogar blond oder ist blond in dem Buch. Also es passt auch überhaupt nicht mit der Serie zusammen, so alles, so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Serie viel, viel besser. Achte Frage, auf wen stehst du in der Serie? Ja, komischerweise stehe ich auf Elijah, also von den Urvampiren. Weil es gibt jetzt auch die Serie The Originals, genau, wo es nur um die Urvampire geht. Und ich weiß nicht, er ist einer der ältesten Vampire, er ist richtig mächtig und also richtig stark. Das sieht auch noch gut aus. Und ja, er ist zwar noch, ja, wie heißt das so? Altertümlich, also weil er so alt ist.
Also, aber der ist trotzdem böse. Irgendwie, der ist total lieb und nett. So auch gerade zu, hier. zu dem einen Werwolf da. Ich weiß gar nicht, wie der Name gerade ist. Egal, auf jeden Fall, ich weiß nicht. Ich finde seinen Charakter total cool und ja, schlecht sieht er ja auch nicht aus. Neunte Frage. Was war dein erster Eindruck von der Serie und hat sich deine Meinung geändert, als du angefangen hast, die Serie zu gucken? Wie ich schon am Anfang gesagt habe, am Anfang fand ich die Serie nicht so gut, weil, ja, die Schwester von Matt, die wurde da gleich umgebracht und noch so das ganze Gesicht, also fand ich sehr gruselig irgendwie, weil bei Twilight ist es ja nicht so gewesen und ja, auf jeden Fall, ich liebe die Serie jetzt und ich habe mir zwar noch keine Staffel gekauft, komischerweise, aber ich glaube, das werde ich machen, bevor die es gar nicht mehr gibt und dann ich später das nicht mehr gucken kann. Joa. Zehnte Frage. Welcher ist dein Lieblingsbösewicht? Also Elijah ist ja eigentlich kein Bösewicht, also finde ich. Also er tötet ja nicht gerne. Naja, also ein Problem hat er auch nicht damit, irgendjemanden zu töten. Aber Klaus mag ich auch echt gerne als Person irgendwo, weil er doch echt irgendwo eine weiche Seite. Aber trotzdem ist er sehr böse. Also Klaus, würde ich sagen. Elfte Frage und ist auch die letzte Frage. Was gefällt dir besonders an der Serie und warum ist sie empfehlenswert? Ja, also ich weiß nicht, da geht es ja echt um Liebe, um Hass, um Machtkampf und weiß ich was alles. Und was ich so besonders irgendwie finde, auch wenn sich Damon und Stefan über alles hassen, die können nicht miteinander, die können auch nicht ohne, so. Und ja, also die würden, so würde ich sag ich mal, Damon würde darum kämpfen, dass keiner Stefan umbringt und genauso ist es auch andersrum. Und das finde ich echt cool. Und ich habe ja auch meiner Schwester die Serie empfohlen, sie kannte die am Anfang auch nicht. Und da habe ich gesagt so, hey, du musst die mal unbedingt gucken, die ist so cool. Und ja, jetzt kann sie auch nicht mehr ohne die Serie leben. Und ich weiß nicht, ich empfehle echt denjenigen, die sowas mögen, mit Vampiren, mit Werwölfen, mit Superkräften, also halt Mystery. Das empfehle ich echt den Leuten, die sowas gerne mögen. Also guckt euch das an. Ich würde es echt so mit 15 erst gucken, glaube ich, mit 15, 16, weil ich glaube, wenn du das mit 12 Jahren guckst oder mit 11 Jahren, also ich will nicht dafür sorgen, dass du Albträume kriegst, also es kann ja passieren, dass es manche Kinder ihr nicht abkönnen, sowas, gerade mit diesem ganzen Blut und es wird ja auch die ganzen Herzen so rausgerissen und Damon hat das Herz so in der Hand und ja, also ich würde sagen, ab 15 kann man das gucken, wenn man sowas abkann, vorher nicht. Und ja, das war's, meine Lieben, das war der Vampire Diaries Tag. Ich hoffe, der Tag hat euch gefallen. Ja, ich tagge niemanden, ihr könnt den machen, wie ihr möchtet. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!